da in den letzten Videos vor allem häufig danach gefragt worden ist unter den Kommentaren, wann denn qualitativ hochwertiger Content kommt. Bald, Leute, beruhigt euch, ihr braucht mich nicht zuzuspammen mit Kommentaren und mich auch nicht anzurufen. Es kommt bald, es erscheint bald. Momentan nutze ich die ganzen Videos als kleine Aufbauphase dafür, mich überhaupt vor die Kamera zu stellen, mich daran zu gewöhnen, in die Kamera zu sprechen. Aber momentan spare ich auf zwei Dinge hin. Das PC-Setup plus eine gute Kamera, weil momentan habe ich nur mich plus mein iPhone und das Ding hier oben, was die ganze Zeit nur Scheiße labert. Genau. Aber wie gesagt, momentan nutze ich die Phase eher, mich überhaupt daran zu gewöhnen, in die Kamera zu sprechen, meine Videos öffentlich zu stellen. Ich hatte heute einen super Tag. Ich hatte heute wirklich einen super Tag. Viel nachgedacht über das ganze YouTube-Ding, wo ich in einem Jahr, wo ich in 2 Jahren, wo ich in 10 Jahren stehen werde. Hier auf YouTube ist halt Konstanz gefragt, dass du 80% der Zeit einfach da bist, unabhängig davon, was du machst. Die Exzellenz, die kommt dann einfach mit der Zeit, mit der Arbeit, die du rein investiert hast. Genau. Und das ist es. Einfach konstant bleiben, Videos hochladen, qualitativ immer hochwertiger werden. Und dann passt der Lachs auch eigentlich schon. Und da es bei mir in den nächsten Videos bzw. in Zukunft eher um den Inhalt dessen geht, was denn aus diesem Mund kommt, ist das Ganze drumherum eher zweitrangig. Aber wenn das passt, wäre doch auch perfekt. Und ich fühle mich dann auch dementsprechend besser, wenn ich wirklich auch in eine Kamera reinsprechen könnte und nicht immer nur in das verwichste Ding hier. Genau. Dankeschön.